Heute ging es ganz maßgeblich um zwei Sachthemen. Das eine ist die soziale Frage der nächsten Jahre und Jahrzehnte. Kann ich mir mein Dach über dem Kopf noch leisten? Wie wird sich in Zukunft der bezahlbare Wohnraum entwickeln? Und Sie wissen alle, dass in Bayern 26 Städte der 30 Städte bundesweit liegen mit den höchsten Wohnkostensteigerungen. Insofern ist das insbesondere in Bayern die wesentlichste Frage für unsere Gesellschaft, wie wir uns auch gesellschaftlich weiterentwickeln. Ich habe heute Andrea Nahles dargestellt, wie unsere bayerische Wohnraumoffensive als Bayern-SPD aussehen wird für die Zukunft. In den letzten Jahrzehnten hat der Freistaat sich aus dem sozialen Wohnungsbau komplett rausgenommen, hat die Verantwortung den Kommunen übertragen, hat gesagt, wir haben damit nichts zu tun. Das ist ein Riesenfehler, ebenso wie der Verkauf der staatlichen Wohnungen der GBW-Gesellschaft. 33.000 Wohnungen hätten der Startpunkt sein können für den sozialen Wohnungsbau einer staatlichen Wohnbaugesellschaft. Ich habe ihr die Bausteine dieser Wohnraumoffensive dargelegt und es ist auch noch mal deutlich geworden, es ist ja nicht nur in Bayern das Thema Nummer eins der SPD und der Menschen im alltäglichen Leben. Weil niemand kann sagen, ich wohne mal nicht, habe jetzt mal keine Lust. Nein, das ist ein Grundrecht. Und dieses Grundrecht ist auch Hauptthema im hessischen Wahlkampf und natürlich auch schon durch die Koalitionsverhandlungen, die ich ja für die SPD leiten durfte in Berlin, wo das Thema Bauen und Wohnen ja auch von uns sehr stark vertreten wurde. Morgen ist der Wohngipfel und Andrea Nahles hat auch noch mal deutlich gemacht, was dort auch thematisiert wird. Ein großes Thema auch für die großen Städte ist natürlich der Mietspiegel. Liebe Andrea Nahles, dein Part. Ja, ich bin erstmal sehr froh, dass ich heute hier im schönen München sein kann, auf Einladung auch der Landtagsfraktion und von Natascha Kohn. Wir haben tatsächlich morgen eine sehr wichtige Wegmarke für den Wohnungsmarkt. Wir wollen mehr bezahlbaren Wohnraum in Deutschland schaffen. Und ich habe Natascha schon kämpfen sehen wie eine Löwin während der Koalitionsverhandlung genau für dieses Thema. Da hat sie mich beeindruckt, weil aber auch der Wohnungsdruck hier, die Misere, die hier entstanden ist durch Nichtstun, durch die Landesregierung so groß ist, merkte man, da spricht jemand aus der Praxis und nicht aus der Theorie. Vielen Dank. Und wir konnten jetzt einen ersten Erfolg erzielen auf der Basis dieser von Natascha Kohn ausgehandelten Koalitionsergebnisse, nämlich das Mieterschutzpaket, das Katharina Barley jetzt vorgelegt hat, was Mieter in ihren Rechten stärkt, was zum Beispiel das Recht schafft, dass man mal überhaupt verpflichtend erfahren kann, was für eine Vormiete der Vorgänger überhaupt gezahlt hat und auch eine Höchstgrenze für die Umlage von Modernisierungskosten eingeführt wurde. Wir sind aber beide der Überzeugung, dass das nicht reicht. Mittlerweile wohnen sich auch Normalverdiener arm. Und zwar deswegen, weil die Mieten schneller steigen als die Löhne. Und deswegen haben wir gemeinsam gefordert, einen Mietenstopp für 5 Jahre. Und zwar, weil die Menschen in den Ballungsräumen, und darum geht es, und davon gibt es in Bayern besonders viele, du hast es gerade gesagt, tatsächlich eine Atempause brauchen, was die Mietpreise angeht. Und deswegen haben wir gesagt, Mietenstopp, 5 Jahre, darf die Miete nur wie die Inflation erhöht werden. Das ist, glaube ich, eine Sache, die für uns eine der wesentlichen Themen morgen bei dem Wohngipfel sein wird. Aber das ist nicht das Einzige, denn darauf haben mich gerade die bayerischen Genossinnen und Genossen und auch die Oberbürgermeister in Bayern besonders aufmerksam gemacht. Es sind noch 2 weitere Themen, die für hier in Bayern besonders wichtig sind. Das ist einmal, dass es ein Umwandlungsverbot gibt von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen, etwas, was ganz viel Wohnraum kostet, der bezahlbar ist. Und auch Heimat kostet, denn Leute werden aus ihren Quartieren, aus ihren angestammten Straßenzügen verdrängt. Und das passiert überall, auch gerade hier in München kann man das beobachten. Ich denke nur an die Agnesstraße, wo ich ein Beispiel sehe. Zweitens, das ist auch sehr zentral, ist überhaupt, wie kommen wir überhaupt an Grundstücke, wo man dann zum Beispiel als Stadt dann auch agieren kann. Und deswegen brauchen wir schlicht und ergreifend eine steuerliche Verhinderung und Belastung, wenn es darum geht, dass mit Boden spekuliert wird.
Deswegen an dieser Stelle ein ganzer Katalog von Vorschlägen bis hin zu einer Baupflicht, die dann auch bei brachliegenden Spekulationsobjekten in den Innenstädten durch die Bürgermeister verhängt werden könnten. Also es ist ein großes Thema. Morgen werden wir all diese Punkte, die wir hier auch diskutiert haben, wo wir uns einig sind, wo es eine Offensive geben muss, beim Wohngipfel auch einbringen. Das haben wir bereits auch in schriftlicher Form. Das werden wir aber auch mündlich machen bei dem Wohngipfel. Denn es kann nicht sein, dass das große drängende Problem in deutschen Ballungsgebieten am Ende des Tages, nur weil wir uns nicht auf mehr verständigen konnten, während der Koalitionsverhandlung jetzt nicht angepackt wird. Und deswegen gibt es jetzt die Gelegenheit, das ist eine erste gute Gelegenheit, mehr umzusetzen. Und darüber freue ich mich. Wir haben auch noch über ein zweites Thema gesprochen, Natascha. Ja, das ist das Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf, aber vor allen Dingen ein Bildungsthema. Und das ist die Kita. Wie geht es denn weiter in der frühkindlichen Bildung? Und hier wird sehr deutlich, dass die Lebenswirklichkeit der Menschen sich widerspiegeln muss. Und die Arbeitswelt macht es eben vielen Eltern gar nicht anders möglich. Die haben keine sogenannte Wahlfreiheit, dass sie sagen können, ja, ich will mein Kind lieber zu Hause behalten oder in die Kita, sondern die sind angewiesen auf eine sehr, sehr gute Kita. Das heißt, dass Erzieherinnen einen weniger Kinder betreuen müssen als bisher und vor allen Dingen auch, dass Erzieherinnen und Erzieher besser bezahlt werden. Und darüber hinaus geht es aber auch um die Startchancen in Bildung hinein. Und niemand kommt auf die Idee, für Schulen Geld zu verlangen, weil wir sagen, das ist Bildung. Bildung muss in Deutschland kostenfrei sein. Und das heißt für uns auch klipp und klar, die frühkindliche Bildung muss kostenfrei sein. Und ich habe Andrea Nahles noch mal dargestellt, dass wir hier als SPD in Bayern brauchen wir eine Qualitätsoffensive in den Kitas. Wie gerade beschrieben, betrifft Öffnungszeiten, auch Ferienzeiten, aber eben vor allen Dingen die Arbeitsbedingungen von Erzieherinnen und Erziehern. Und darüber hinaus eine gebührenfreie Kita. Und gestern wurde ja das Gesetz auf Bundesebene verabschiedet bzw. erstmal besprochen im Kabinett, wo wieder die Bereiche Bund und Land ineinander greifen. Ja. Und hier hat Franziska Giffey, denke ich, einen sehr, sehr guten Gesetzentwurf vorgelegt. Andrea. Ja, man kann Gebührenfreiheit wählen. Man muss die SPD wählen. Ich komme aus dem Bundesland Rheinland-Pfalz, das das bereits umgesetzt hat. Und das entlastet natürlich unmittelbar und zwar über die gesamte Zeit von dem ersten Lebensjahr bis eben zum Ende der Kita-Zeit die Familien signifikant. Sie kennen das hier besser als ich. Die Preise für einen Kita-Platz, die gehen zwischen 200 bis 800 Euro, was für Normalverdiener überhaupt nicht mehr realistisch ist. Deswegen ist das ein sofort wirksames Instrument. Und wir sind generell als Sozialdemokraten und Sozialdemokraten von der Kita bis zum Meister eigentlich für Gebührenfreiheit. Aber hier kann es umgesetzt werden und zum ersten Mal übrigens auch ganz direkt mit Mitteln des Bundes. Denn das ist ja nun wirklich über Jahre die Diskussion gewesen, darf der Bund überhaupt vor Ort in den Ländern da wirken? Da haben wir mal ein Programm zum Infrastrukturausbau aufgelegt unter Renate Schmidt noch. Da wurden dann Kitas gebaut und Kindertageseinrichtungen. Aber dass wir jetzt auch reingehen in die Qualitätsverbesserung, wie du das eben gesagt hast, Natascha, das ist ja völlig neu. Und ich darf sagen, die Summe ist auch beeindruckend. 5,5 Milliarden, die eingesetzt werden können über das Gute-Kita-Gesetz, um Qualitätsverbesserungen zu machen, zum Beispiel mehr Personal, kleinere Gruppen, Weiterbildung der Erzieherinnen und Erzieher oder eben auch Gebührenfreiheit. Und beides, also Qualität und Gebührenfreiheit, mithilfe dieses Gute-Kita-Gesetzes möglich. Und ich bin gespannt, denn auch hier in Bayern gibt es Handlungsbedarf, mehr als in anderen Bundesländern, wenn ich das sagen darf, was die Öffnungszeiten angeht, Ganztagsbetreuung und nicht zuletzt, was die Gebührenfrage angeht. Insoweit aus meiner Sicht ein hervorragender Impuls, den wir da gestern von Franziska Giffey hatten. Ich bin auch sicher, dass wir den gut durch den Deutschen Bundestag bringen. Da bin ich als Fraktionsvorsitzende auch gefordert. Ja, und als drittes haben wir natürlich auch über den Kausamaßen gesprochen. Ja. Da hat Herr Seehofer mit seinem Verhalten diesem Land etwas zugemutet, was viele Menschen nicht mehr nachvollziehen können. Es gibt, und das ist jetzt auch noch mal deutlich geworden,
bei uns unterschiedliche Einschätzungen, unterschiedliche Haltungen. Ich habe an Andrea Nahles als Parteivorsitzende einen Brief geschrieben mit meiner klaren Haltung. Und am Montag ist Parteivorstand. Und uns, wir haben das beide auch so besprochen. An diesem Montag wird das in der Parteiführung besprochen, dort, wo es auch hingehört, im Parteivorstand. Und danach werden wir Ihnen dann mehr dazu sagen können. Ja, genau, so Danke ist es. Danke für die ersten Statements. Wir kommen zur Fragerunde. Wir haben die Gelegenheit für ein paar Nachfragen. Ich sehe Herrn Frasch von der FAZ und danach Herrn Groß von der dpa. Ist es A richtig und B, warum haben Sie das hohe Beitrag für den Beitrag verbeten? Das ist nicht zwingend. Auf Montag und auf den Gremien haben wir ja gesehen, welche Dynamiken entstehen in den Stunden. Was gibt Ihnen denn den Optimismus zu glauben, dass dieses Thema so lang, also es wäre jetzt auf 4 Tage oder was, auf dem Feststand halten kann? Soll ich mit der Kita beginnen? Die Kita-Frage. Dieses Gute-Kita-Gesetz ist ja so, dass Frau Giffey mit den Ländern darüber spricht, was benötigen die Länder. Ja, genau. Und die Länder dürfen formulieren, was sie gerne hätten als Hilfestellung von den Bundesmitteln. Wir als bayerische SPD haben klar gesagt und durchgerechnet, wie wir zur kostenfreien Kita kommen können in Bayern. Das geht stufenweise. Und wir werden die Familienleistungen so zusammenziehen, damit wir diese Qualitätsoffensive und die Kostenfreiheit, beides geht nur gemeinsam hinbekommen. Wir haben das aus Landesmitteln errechnet. Wir sind aber natürlich dankbar für die Qualitätsoffensive, ganz besonders, wenn wir da auch noch Mittel vom Bund bekommen. Und die soziale Staffelung ist ein Angebot, ist aber sozusagen nicht zwingend. Also das heißt, das geht wirklich in Absprache Land und Bund. Und jedes Land darf seine eigenen Bedürfnisse formulieren. Und wollen Sie die soziale Staffelung? Wir wollen die kostenfreie Kita als Ziel für alle, aber wir gehen in der Finanzierung stufenweise vor. So, das ist auch mit dem Gesetz, was Frau Giffey vorgelegt hat, möglich. Das will ich nur mal ausdrücklich betonen. Genau. Darüber hinaus sage ich Ihnen ganz klar, dass der Ort, wo diese Fragen, diese grundsätzlichen Diskussionen, die wir jetzt haben in der SPD, um die Frage, wie gehen wir jetzt mit dieser Personalentscheidung von der SEOVA um, wie gehen wir insgesamt mit dem doch wirklich schwierigen Fahrwasser, in dem sich die gesamte GroKo jetzt wieder bewegt, um, das ist ganz klar der Ort für den Parteivorstand, da ist auch in der Vergangenheit gewesen. Und es ist absolut auch in der Partei akzeptiert, dass wir genau daraufhin auch orientieren am Montag. Herr Trost von der dpa. Zwei Fragen, Frau Landes, Sie haben gesagt, dass der Fall Maaßen jetzt nicht mehr Zeit hat durch Koalitionsopfer. Nun sehen wir es weite Teile Ihrer Partei ja anders. Wenn Sie sagen, am Montag wird es im Parteivorstand diskutiert, steht dort auch die Frage dann im Raum, wird darüber diskutiert, ob die Koalition beendet werden soll. Sehen Sie da eine Mehrheit noch für Ihren Kurs? Die zweite Frage ist, die Berichte aus dem Landhaus, dass es eine Austrittswelle in der SPD gibt, seit dem Dienstag, seit der Entscheidung, können Sie das bestätigen für den Bund und Fraktionen für Bayern? Also zunächst kann ich überhaupt nicht bestätigen, dass es eindeutige Positionen in Bezug auf den Verbleib oder Nichtverbleib in der GroKo gibt. Es gibt einzelne Stimmen, die sich da sehr laut zu Wort gemeldet haben. Und die waren allerdings vor einigen Monaten ohnehin der Meinung, dass es besser wäre, nicht in die Große Koalition zu gehen. Aber ich will nicht verhehlen, dass es da durchaus auch neue Debatten in der Partei gibt. Die werden sicherlich am Montag auch dann vorgetragen. Und das ist ein Gremium, wo jeder das vorbringen kann, was er will. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da auch mit einer gemeinsamen Linie nachher rausgehen können. Das haben wir in den letzten Monaten des Öfteren beweisen müssen, dass wir das können. Und das werden wir sicherlich auch am Montag. Von einer Austrittswelle ist mir nichts bekannt. Wenn ich noch hinzufügen darf, es geht nicht um die GroKo-Frage am Montag, sondern es geht um die Causa Maaßen.
Und die GroKo-Frage sollte sich vielleicht mehr oder weniger Herr Seehofer langsam mal stellen, in der Art und Weise, wie er handelt. Und er handelt ja nicht das erste Mal so, dass er dieses Land an den Rande einer Staatskrise kriegt. Für mich ist dieser Mann außer Rand und Band. Und der soll sich jetzt mal, man sagt auf gut Bayerisch, der soll sich jetzt mal zusammenreißen. Diese Position wird sehr weit in der Partei geteilt. Und Austrittswelle, es gibt keine Austrittswelle. Es gibt durchaus natürlich Enttäuschungen, die formuliert werden. Und meine Haltung in diesem ganzen Fall ist klar. Also in Bayern gibt es eine geschlossene Haltung. Herr Bachmeier von der Augsburger Allgemein. War das wirklich die Feststellung für die bayerische SPD im Wahlkampf? Ist das Theater in Berlin ja nicht? Was wollen Sie denn da tun, dass das besser wird? Ja, wir werden das tun, was wir heute hier auch gemeinsam gemacht haben. Wir werden die Themen adressieren und auf der Bundesebene, da haben wir ja die Regierungsverantwortung eben auch mit, versuchen, die umzusetzen, die den Menschen unter den Nägeln brennen. Es ist definitiv so, dass die Debatten, die jetzt losgetreten wurden, weil eine aus meiner Sicht sehr gut begründete Nichtakzeptanz der SPD gegenüber Herrn Maaßen und seinem Verbleib im Bundesverfassungsschutz als Präsident vorgetragen wurde, da hatte Herr Seehofer aus einer Personalfrage jetzt wieder eine Koalitionsfrage gemacht. Das ist nicht nachvollziehbar. Seine Entscheidung, dann den Mann auch noch zum Staatssekretär zu machen, ist auch nicht nachvollziehbar und aus meiner Sicht auch falsch. Das ist jetzt ein Konflikt, der niemandem hilft. Also meiner Meinung nach gibt die gesamte Bundesregierung in so einer Phase jetzt wieder kein gutes Bild ab. Und es nützt meiner Meinung nach gerade gar keinem. Und das ärgert mich auch, weil wir eigentlich zum Beispiel gestern mit dem Gute-Kita-Gesetz und weil wir morgen mit dem Wohngipfel Themen anpacken, um die es wirklich in Deutschland geht. Und deswegen ist es so besonders unverständlich, dass offensichtlich Herr Seehofer machen kann, was er will. Es ist auch aus Sicht eines Herrn Söders aus meiner Sicht sicher nicht nachvollziehbar, aber das kann ich nicht beeinflussen. Ich jedenfalls werde versuchen, mit aller Kraft, dass die Themen, um die es wirklich geht, jetzt wieder die Themen auch in den letzten Wochen vor der Wahl sind. Die Alternative dazu sehe ich momentan nicht. Ich habe noch drei Namen auf meiner Liste. Herr Bollmann ist der Nächste, danach kommt Herr von Löwis und Frau Schnell, danach beschließen wir die Liste. Die Diskussion um den Präsidenten des Verfassungsschutzes hat ja nun zu einem Streit in der SPD geführt. Meine Frage an Frau Kohn, was bedeutet das für Sie, für den Landtagswahlkampf jetzt? Und meine Frage an Frau Nahles, Sie haben gerade davon gesprochen, Sie sind sehr zuversichtlich oder optimistisch, haben Sie, glaube ich, gesagt, dass Sie im Parteivorstand eine gemeinsame Linie finden. Ja. Ich höre allerdings fast nur Stimmen, die da eher polarisieren. Was ist denn für Sie der Anlass, dass Sie sagen, es gibt jetzt einen Kompromiss? Ich habe gerade einen Kompromissvorschlag aus der SPD vernommen. Wenn ich vielleicht beginnen darf, also Sie kennen meine Haltung. Die habe ich klar formuliert. Ich halte es für nicht nachvollziehbar, dass ein Mann, der das Vertrauen gebrochen hat als Chef des Verfassungsschutzes, jetzt von Herrn Seehofer an eine Position gehievt wird. Und das kann Ihnen niemand auf der Straße, kann das nachvollziehen, dass er dorthin gehievt wird, dass Herr Seehofer diese Entscheidung getroffen hat. Und ich sage hier klar, es geht ja auch um Glaubwürdigkeit von Politik. Alles andere werden wir am Montag in dem Parteivorstand diskutieren. Ja, so eine Sitzung am Montag, die ja wichtig sein wird, werden wir gut vorbereiten, auch in der engeren Parteiführung, der ja auch Natascha Kohn angehört. Und dann werden wir uns einer Lösung, einer gemeinsamen sicher nähern. Dass das heute noch nicht der Fall ist, verwundert wenig. Das ist nun mal nicht möglich. Wir müssen erst miteinander ja reden und die Sache auch klären. Aber ich bin da weiter sehr optimistisch und aufgrund der Tatsache, dass wir das in der Vergangenheit auch immer wieder geschafft haben. Herr von Löwis. Eine Frage an Frau Nahles und an Frau Kohn. Frau Nahles, Sie haben mit Ihrem Koalitionspartner einen Kompromiss beschlossen eingegangen. Wie auch immer, waren Sie mit beteiligt. Jetzt sagen Sie, am Montag geht es nochmal um die Causa Maaßen. Was sagen Sie denn da mit Ihrem Koalitionspartner? Heißt es also,
wir wissen jetzt noch nicht genau, wie wir damit umgehen. Das entscheidet alles erst am Montag. Also das, was am Dienstag besprochen wurde mit Ihnen, zählt jetzt bis Montag. Das ist aufgeschoben. Frau Kohnen, Ihr Brief von gestern, Sie haben es schon dreimal gesagt, aber was hat denn die Parteivorsitzende Ihnen gegenüber jetzt erwähnt? Wie ist sie denn auf Ihren Brief eingegangen? Ja, Sie fragen, ich habe da kein Problem mit, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass ich in einer Situation, die ja faktisch wieder eine komplett zugespitzte Koalitionskrise war, die wir aufgrund von Herrn Seehofer jetzt schon zum zweiten Mal in einem halben Jahr erleben, eine Abwägung treffen musste. Ein Kompromiss? Ja, das ist vielleicht dann am Ende die Abwägung. Die Abwägung, dazu stehe ich, war, ist das eine solche Gewichtung, dass der Herr Maaßen aus meiner Sicht ein Fehler Staatssekretär wird, was in der Amtsgewalt des Innenministers liegt, um die Koalition, eine handlungsfähige Regierung in einem sehr schwierigen europäischen Umfeld jetzt auf die Waagschale zu werfen. Und da habe ich mich klar positioniert. Das gebe ich zu, nicht nur das, sondern dazu stehe ich auch gegenüber, da trete ich auch gegenüber meiner Partei ganz klar auf. Dass ich die Kritik daran und auch das Unverständnis über diese Entscheidung nachvollziehen kann, möchte ich allerdings auch mal betonen. Ich hätte mich äußerst gewundert, wenn so ein Ergebnis nicht zu Diskussionen und auch bis hin zu Empörungen geführt hätte und Verwunderung ausgelöst hätte. Trotzdem geht es in dieser Frage um auch größere Abwägungen, die man treffen muss, ob Neuwahlen jetzt das Richtige sind, etc. Ich denke, deswegen gibt es viel zu besprechen, viel zu klären. Und ich werde alle Debatten, die da kommen, auch zulassen und annehmen, weil ich finde, sie liegen auch in der Luft. Und da müssen Sie dann auch an dem Punkt, wo es sich hingehört, nämlich im Parteivorstand, auch Ihren Platz finden. Natürlich versuche ich aber trotzdem, am Ende eine Lösung zu finden. Was der Koalitionspartner momentan dazu denkt, das ist mir erstmal nicht das Entscheidende. Ich könnte es auch anders formulieren. Ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass Herr Seehofer gestern außer an sich selbst an viel gedacht hat, als er seine Pressekonferenz gegeben hat. Die Zusammenfassung dessen, was er da vorgetragen hat, zu dem Gespräch, an dem ich beteiligt war, hat mich zu dem Scherz veranlasst, ein Livestream wäre mir lieber gewesen. Da hätte ich am Ende keine Probleme mit gehabt. Aber so ist es nun mal und wir werden jetzt in Ruhe darüber reden, wie wir das bewerten und eine gemeinsame Lösung finden. So, und die Frage an mich ist, wir haben darüber gesprochen, wir haben unterschiedliche Ansichten über diese Entscheidung. Die stehen im Raum, diese Ansichten, die werden wir am Montag diskutieren. Aber ich will auch noch mal betonen, Herr Seehofer hat eine Entscheidung getroffen, die in meinen Augen fast niemand nachvollziehen kann. Und ich denke, dass dieser sogenannte Koalitionspartner sollte mal über die Verantwortung nachdenken, die er selber trägt. Und ich denke, die Frage liegt nicht nur bei uns, sondern vor allen Dingen auf deren Seite. Ja. Letzte Frage von Frau Schnell von der Süddeutschen Zeitung. Ah, Entschuldigung. Ja. Ja, klar. Ich hätte klar was machen können, natürlich. Ist es dann so zu verstehen, dass es für Sie offen ist, was nach der Verteidigung rauskommt, also dass es offen ist, dass die Leute nicht von Frau Kohnen, dass man der Frage der Maßnahmen als Staatssekretär nicht zustimmt im Kabinett, ist es für Sie eine Möglichkeit, die da aufkommt? Das ist Also zunächst mal natürlich, das habe ich ja ganz klar gesagt, hätte ich handeln können, aber da Herr Seehofer eine Causa Maaßen zur Bedingung gemacht hat, also er hat gesagt, er kann nicht auf ihn verzichten, er hat sich in die Bresche für ihn geworfen, er hat das verknüpft
mit der ja offenen Koalitionsfrage, die im Raum stand. Und für ihn hat es da an der Stelle eine solche Bedeutung gehabt, dass das eben in der Abwägung bedeutet hätte, dass wir ohne Ergebnis daraus gekommen wären oder anders ausgedrückt, diese Koalition in Rede stand. Das hat ja Frau Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Mitgliedern auch in aller Offenheit jetzt mitgeteilt. Und das habe ich auch meinen Mitgliedern mitgeteilt. Das ist die Lage gewesen. Und da habe ich natürlich eine Entscheidung getroffen. Da habe ich doch gerade eben auch klar gesagt, da stehe ich ja auch dazu. Das heißt ja noch lange nicht, dass ich das richtig finde, wie sich Herr Seehofer entschieden hat. Deswegen ist das ja auch eine komplizierte Situation. Und Debatten im Parteivorstand der SPD sind immer offen. Aber ich habe natürlich selbstverständlich auch meine Überlegungen, wie wir das lösen können. Aber die kann ich nicht, bevor diese Debatte nicht mit allen stattgefunden hat, hier heute vorwegnehmen. Und meine Haltung dazu kennen Sie. Und die steht. Das war das letzte Wort. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse. Einen schönen Nachhauseweg. Danke.